Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, endlich mal wieder live mit PES 2019. Ist jetzt schon eine Woche her, dass ich neuen Content aufnehmen konnte. Hat sich leider nicht eher ergeben. Wir hatten ja einen fetten Countdown zum PES League Finale, was ich am 30.03. in Stuttgart live vor Ort kommentieren durfte. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat mal reingeschaut, hat mich gesehen und hat es ebenso cool gefunden wie ich. War ja nochmal eine kleine Verbesserung zur Season 1 im November, wo ich auch schon kommentieren durfte. Abermals eine Ehre, dabei sein zu dürfen, eingeladen zu werden als Kommentator, als Hauptmoderator der ganzen Show. Und an der Stelle nochmal ganz herzliche Gratulation an Matze Gohl von Schalke 04 eSports, der das Ding in dramatischer Art und Weise dann gewonnen hat und nach Porto fährt jetzt im April zur Europameisterschaft. Das wird auch spannend zu beobachten sein, wie sich Schalke 04 eSports da für Deutschland schlägt. Ja, und danach war dann irgendwie immer was dazwischen gekommen, deswegen konnte ich nicht schneller an den Stream kommen. Die Leute auf YouTube kriegen das nie so ganz mit, ne, weil ich immer wieder versuche, meine Streams in geregelten Abständen hochzuladen. Aber absolut live und in Farbe seid ihr immer nur unterwegs auf Twitch. Jetzt hier in dem Moment gerade live. Von daher haben da sicherlich die Stammzuschauer, der ein oder andere von euch, mitbekommen, okay, war jetzt eine Woche Pause, was da los? Macht die PES League und dann kommt er nicht mehr online. Nee, war leider nicht möglich. So, das letzte Video war der Opener aus der letzten Woche, was meine beste MyClub-Woche war. Da war ich mit 659 Punkten oder so Erster der Division 4 und bin zurück in Division 2. Und dann war die letzte Woche halt so ein bisschen holprig. Wenig gespielt, wenig erfolgreich, wenig gestreamt und wieder zurück in Division 4. Also irgendwie dieses Fernziel Division 1, was heißt Fernziel? Jetzt müsste man es langsam erreichen. Die PES 2019-Saison nähert sich so ein bisschen dem Ende, seien wir ehrlich. Jetzt kommt hoffentlich bald die Ankündigung für 2020. Und ja, was mir bei der PES League so ein bisschen klar geworden ist oder was ich mir gedacht habe, ich habe jetzt auch beim letzten Video schon mal angesprochen, wo geht die Reise für mich hin, ne? Also den 75. Stream mache ich auf jeden Fall noch, kleines Jubiläum. Habe für mich da auch schon die Entscheidung getroffen, was ich da machen werde. Also nicht wie bei der 50, klarer Aufruf an euch, was wollt ihr sehen, wo wir dann beim Bad Hair Day gelandet sind. Diesmal weiß ich, was ich für den 75. Stream machen möchte. Werde das im nächsten Stream oder in den nächsten, im 74. werde ich es bekannt geben. Ich muss gerade mal gucken, ich weiß es selber nicht. Ich glaube, das ist gerade der 72. Stream zu PES 2019 und MyClub. Lasst mich kurz gucken. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe, war die 71. Genau, ich habe nichts mehr auf Lager. Das heißt, wir produzieren gerade die 72. Jawohl. Und ja, dann sage ich im 74. Stream, wann immer der sein wird, sage ich dann an, was ich in der 75 mache zum kleinen Jubiläum. Und ja, da müssen wir mal schauen. Wie habt ihr noch Bock, mir zuzusehen? Wie habe ich Zeit und Bock, nochmal durchzuziehen zur 100. Wäre natürlich eine schöne runde Zahl, aber müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall weiß ich, was ich zur 75 mache und ich weiß, was ich dann auch für den Rest der Saison machen möchte. Was das Teambuilding angeht, wir schleppen uns jetzt also bis in die 75er mit dem Standard-Teambuilding und zwar basierend auf den Wochenformen. Und da landen wir bei dieser Truppe und Stammzuschauer werden sofort zusammenzucken. Was? Hazard, Mandzukic, Mbappé vorne, was ist denn da los? Vier Sterne, ja genau, wir versuchen mal vier Sterne, weil das war irgendwie so auch so dieser Moment bei der PES League. Boah, ich hätte auch mal Bock, auf dem Niveau zu versuchen, ob ich mithalten kann. Mit 5-Sterne-Team, alles ausgemaxt oder richtig gut und, ne? Ja, habe ich da mal versucht. Mit 5 Sterne hat wieder nicht geklappt. Also irgendwie immer wieder, wenn ich so einmal alle 3 Monate diese Versuchung bekomme, auf 5 Sterne zu gehen, kriege ich die Hucke voll. Was heißt die Hucke voll? Ich habe, glaube ich, 3 Spiele gemacht, keins gewonnen, 2-mal verloren. Und Spaß machen tut's mir nicht. Aber irgendwie bin ich dann jetzt bei der Wochenform-Aufstellerei bei der Truppe gelandet. Also wir sind nah dran an 5 Sterne. Viele gute Form-Spieler sind dabei. Viele Gesichter oder alle Gesichter kennt man eigentlich. Und damit möchte ich es jetzt einfach mal durch die Woche versuchen. Der Anfang war jetzt gar nicht so schlimm. Also ich glaube, ich habe noch nicht verloren die Woche mit der Mannschaft. Von daher gucken wir mal, wie das heute im Stream weitergeht. Was allerdings noch viel wichtiger ist, wir kommen mal wieder zu einem etwas üppigeren administrativen Teil. Ihr seht es hier links, neue Woche, Arsenal-Legenden sind endlich losgelassen auf das Volk. Und ist natürlich immer so eine Lizenzfrage. Ne? Aber für mich natürlich als absoluter Bergkamp-Fan ein bisschen enttäuschend, dass der Kollege nicht verpflichtet werden konnte. Ich habe irgendwas auf Twitter gelesen,
Der ist hier exklusiv bei EA. Das wäre natürlich super dramatisch scheiße. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Box hier mal anguckt, dann findet man einen Spieler, der aber noch mal schlimmer wäre. Was heißt, oder auf einem Niveau steht vom Legendenstatus bei mir wie ein Dennis Bergkamp, nämlich Steven Gerrard. Und deswegen gehen wir nach langer Zeit mal wieder absolut crazy mit den GPs. Ich habe 171.000 gesammelt. Also da werden jetzt einige Boxen fallen in dem Stream. Ich werde es versuchen, ich werde steil gehen und hoffen, dass ich da neben Batistuta die Legende hole, die ich noch am ehesten sehen möchte. So, von daher, das machen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe noch hier, genau, ich habe noch hier Comp-Challenges gemacht. Die öffnen wir jetzt mal als erstes. Die tun am wenigsten weh. Ja, hier, da kann alles passieren, aber in der Regel passiert da ja nie was Gutes. So, kriegen wir das jetzt hin? Ich will den jetzt holen. Wie mache ich das jetzt auf hier? Use Agent, auf geht's. Ich erwarte nicht viel. Klar, 2,9% sind nix. Wer weiß, was uns da jetzt um die Ohren geflogen kommt. Wir fliegen nach England, okay. Und aus England gibt es einen silbernen Ball, ja, von Cardiff City, die gerade hart im Abstiegskampf stecken. Und es ist Niasse, der Senegalese. Dürfte kein Wandspieler sein, wenn ich das gerade bei den Werten. Oh, jetzt habe ich ihn zu schnell weggeklickt. Ja, ich glaube, der war aber eher schnell, als dass er physisch war. Also für mein System eher nur so semi-geil. Aber auch das werde ich vielleicht in naher Zeit, beziehungsweise ich habe es ja, glaube ich, schon angesagt, ne, wie ich mir PES 2020 hier im Stream vorstelle. My Club, ich werde dieses Road to Glory mal versuchen. Also nicht hier permanent Scouts nutzen, sondern Scout-Kombos nutzen, sondern einzelne Scouts einfach verwenden und gucken, was dabei rumkommt. Dann natürlich auch die Agenten nutzen, gucken, was dabei rumkommt und darauf basierend dann die beste Mannschaft zusammenstellen. Das bringt dann auf jeden Fall mal so ein bisschen Abwechslung in die Mannschaft, weil es halt immer hart nervig ist, wenn du mit immer den gleichen Spielern spielst und aber auch gegen immer die gleichen Spieler spielst. Von daher hoffe ich dann zum einen für mich ein bisschen mehr Spannung und Spaß am MyClub-Modus und natürlich auch für euch als Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung. Müssen wir schauen, wie sich das ausgibt. Jawohl. Und das ist der zweite Comp-Challenge-Agent, der Fouquet, der Belgier, keine Ahnung, von Stade Rennes. Ne, Stade de Rennes. Startrennen ist wieder was anderes. Okay, den brauche ich natürlich nicht. Brauchen wir nicht drüber reden. Auch das werde ich nicht mehr so hart machen. Dieses Experience Points Trainer erstellen aus Spielern, alles wegsimulieren und so. Einfach mal den Modus sein lassen und laufen lassen. Ja, und dann fangen wir jetzt schon an mit dem Legenden-Push. Also, ich meine, wenn ich mir die Kollegen da angucke, Emmanuel Pité, Sol Campbell, Robert Pires, Frederik Ljungberg und Gilberto Silva, würde ich mal sagen, freue ich mich über keinen ausgiebig. Aber ich habe sogar ein Robert Pires Trikot noch, ein altes Marseille-Trikot von dem Kollegen. Freddy Ljungberg, ja, der wäre auch ganz cool. Aber wie gesagt, das Einzige, was zählt an der Stelle, Stevie G, Freunde, Stevie G. Wie damals in PES 2018, einmal krass ausrasten. Erste Ziehung führt schon mal zu keiner Legende. Und es wird ein Franzose. Wir haben englische Legenden und englische Liga und Legenden und so und ziehen einen Franzosen. S. Granzia. So, jetzt wird's spannend. Das gucken wir direkt mal als erstes. Den Kollegen hatte ich jetzt schon öfter gezogen und ich glaube tatsächlich, dass ich den jetzt zum dritten Mal habe. Vielleicht auf meine alten Tage mit PES 2019 tatsächlich nochmal ein Duplikat möglich bei mir. Dreimal der gleiche Spieler kann ja eingewechselt werden, ihr wisst das. Dann haben wir noch den Diame. Der sieht recht robust aus, recht ausgeglichen und den News. Aber wie gesagt, die Spieler bleiben jetzt erstmal. Mal gucken, was passiert. So, und jetzt wird es schon mal spannend. Unvorhergesehene Dinge passieren. Mal gucken. So, das war hier irgendwie auf der letzten Seite, glaube ich, ne? Duplicates oder so. Wo ist das? Nee, wo bist du mit den Duplicates? Wo geht das? Contracts würde mehr Sinn ergeben. Trade, da sind wir. Haben wir tatsächlich. Den Granzia, den doppelt. So, nee, warum ist der Weiser hier doppelt? Achso, weil ich den nochmal als den silbernen Mitchell habe. Pereira doppelt, den Doktor, der kam. Nee, nee. Nee, immer zwei, zwei. Och nee, habe ich den Granzia nicht mal doppelt. Oh Gott, das war dann noch die ganz frühe Phase mit immer wegsimulieren und wegwerfen. Ja, schade. Habe ich mich komplett vertan. Granzia leider kein Duplikat. Wäre ja auch zu schön gewesen.
diese Fähigkeit, diese Funktion von PES 2019 auch nochmal zu nutzen, so gegen Ende seiner Laufzeit. Wieder keine Legende, kein Ausrasten. Wir fliegen nach England. Goldener Ball von, ich glaube, Man City ist das. Ja, Man City ist das. Will ich eigentlich nicht haben. Drecksteam. Wer ist es? Ein Fünfer? Ist das ein Innenverteidiger? Laporte oder so? Stones. Ich glaube, John Stones, Jim. Ja. Tut jetzt keinem weh. Wen haben wir sonst noch? Pereira, ex-Juve. Und Sinchenko, leider nochmal Man City. Der dürfte aber aufgrund seiner Position nicht so sauber sein. Was hat der Stones denn hier? Weighted Pass ist leider zu wenig. Eigentlich Heel Trick viel zu wenig an Player Skills und er auch nicht. Also dreimal. Also der frühere Let's Playmaker hätte gesagt, dreimal wegsimulieren. Ich sage jetzt einfach nur, okay, wahrscheinlich kein Stammspieler. So sieht's aus. So, nächstes Pack, nächster Agent, wieder keine Legende. Wir fliegen wieder in die Premier League. Goldener Ball von Tottenham. Das kann spannend werden. Lucas Moura, ex-PSG, der letztens groß aufgetrumpft ist. Sehr schneller, dribbelstarker Flügelspieler, das ist schon mal nicht verkehrt. Auch er kann irgendwo bleiben und mit einer guten Wochenform. Oh, hat sogar eine gute Wochenform. Ist der vielleicht auch irgendwo brauchbar? Dann der Bruder von Ryan Gosling. Wahrscheinlich Kategorie brauche ich nicht. Und De Poitre vom Absteiger aus Huddersfield. Aber der ist schön physisch. Das gefällt mir. Trackback, ja, arbeitender Zentrumstürmer von mir aus. Warum nicht? Servus Dennis. Schön, dass du wieder reinklickst. Servus Stepson. Du kannst dich seit gestern nicht auf den PES-Server verbinden. Okay, höre ich zum ersten Mal. PC habe ich ehrlicherweise am wenigsten Ahnung von, habe aber jetzt ehrlicherweise nichts gehört von ausgiebigen Serverproblemen seitens Konami. Vielleicht da mal auf Twitter oder so die Augen auf. Ja, die Fortuna dreht auf, Dennis. Da hast du vollkommen recht. Gerade eine wunderschöne Zeit als Fortuna. Jetzt können wir mehr denn je vom Klassenerhalt sprechen, auch wenn rechnerisch noch nicht komplett, aber das sollte klappen. Ein weiteres Jahr Bundesliga. Das hat hier, glaube ich, so keiner in der Form erwartet. Vielleicht wird die Fortuna ja das dritte deutsche Team in PES 2020. Man wird ja noch träumen dürfen. So, wieder keine Legende, wieder Tottenham, wieder ein goldener Ball. Wer ist das? Aurier. Serge Aurier. Ist, glaube ich, auch ex-PSG, wenn ich mich recht entsinne. Außenverteidiger. Ja, schnell und physisch. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal eine schöne Combo. Aber der ist sehr klein. Also eher Flügel oder Vollends-Flügelspieler. Dann haben wir Hillary Clinton Engie zum zweiten Mal. Hallöchen. Der wird auch eher nicht eingetauscht. Aber haben wir jetzt auch zum zweiten Mal. Und Danny Ings von Southampton. Ja. Auch kein Monster-Pack, aber der interessiert mich jetzt mal physisch. 88, sprungstark, solide, schnell, gar nicht so ausufern. Also eher so ein Kraftpaket für den Flügel. Kopfball stark mit 1,76. Was ist das denn? Also ko komische Figur, der Serge Aurier. So, bisher noch kein Spieler zum absoluten Ausrasten, auch keine Legende. Also von daher, da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber so viel GPs habe ich auch nicht mehr. Zwei haben wir noch. Zwei würde ich noch ziehen. Dann haben wir noch 21.000 GP übrig. Und die MyClub-Coins spare ich mir weiterhin auf, weil ich glaube, irgendwann kommt vielleicht nochmal so ein Schweinepush von Konami. 100 MyClub-Coins für eine sichere Legende oder sowas. Dementsprechend sammeln wir die MyClub-Coins nochmal ein bisschen länger, sind noch ein bisschen geduldiger. Und auch hier wieder keine Legende. Silberner Ball von was? West Ham? Ist das ein West Ham-Trikot? Nein, Burnley ist das. Burnley ist das und es gibt Steven Defour, glaube ich, heißt der Kollege, belgischer Altinternationaler, schöner Mittelfeldspieler, so brauchbar, also einsetzbar. Brauchbar ja gar nicht, wenn ich mir so das Sechseck da angucke, ganz komische Verteilung, gar nicht physisch, hat überhaupt keinen Abschluss, auch nicht wirklich defensiv oder schnell, ja, Dribbling und eher so ein Passspieler. Aber wenn er der beste Silberspieler im Pack ist, dann ist der Rest auch Grütze, Kongolo und Rodrigo. Ja. Wahnsinn. Auch ein Absteiger. Und dann kommt irgendwie noch in dieses englische Legendending, kommt ein Brasilianer aus Brasilien. Also irgendwie, ja, keine Ahnung, wie der ins Pack gerutscht ist.
schneller Flügelspieler, der ist auch, ja. Ja, kaum mache ich die Ansage, dass ich keine Spieler mehr wegsimulieren will, so einfach wegwerfen und so, kriege ich nur noch Grütze in den Packs. Das ist ja wundervoll. Das ist ja ganz, ganz toll. Servus, Just Matt. Schön, dass du auch reinklickst. Letzter Agent für den heutigen Stream. Letzte Chance auf Stevie G. Ich glaube ehrlicherweise nicht dran. Auch keine Legende an der Stelle. Also brauchen wir uns gar nicht aufregen. Es geht in die Premier League. Das passt zumindest vom Thema. Es gibt einen goldenen Ball von. Was ist das für ein Trick? Und Torwart. Na super. Von den Wolverhampton Wanderers ein Torwart. Geil. Ich feier das voll. Ach, Rui. Rui Patricio. Schönes Originalgesicht immerhin. Aber auch er wird wahrscheinlich. Oder was heißt wahrscheinlich? Auch er wird auf gar keinen Fall Spielzeit bekommen. Momentan setze ich auf Gigi Internationale, Gigi Grande, so. Locadia, Argetti, ja, ist auch, ach, ja. Kommt in den Kader und dann lasst mich doch in Ruhe. So, das war's für den administrativen Teil. Das war, ja, gelinde gesagt, ernüchternd, ja. Wie immer seid ihr natürlich herzlich eingeladen, sei es jetzt hier live auf Twitch oder später unter dem YouTube-Video auch zu kommentieren. Wie seid ihr momentan aufgestellt? Habt ihr eine Legende gezogen? Habt ihr vielleicht sogar Steven Gerrard einmal mehr gezogen? Habe ich ja immer super gerne gelesen, dass ihr Steven Gerrard gezogen habt oder Batistuta und so. Die Legenden, die ich unbedingt haben möchte. Wenn ihr sie zieht, freue ich mich ja fast genauso sehr. Als würde ich sie selber ziehen. Also von daher, immer herzlich eingeladen. Und jetzt noch die letzte Ansage, was ich in den letzten 2 Wochen so getan hat. Schaut mal, 843er Rating, weit, weit weg von 900. Also harte Enttäuschung die letzten Tage, so aufgezogen. Es ist einfach, ja, eine komische Woche gewesen, eine komische Zeit gewesen. Und ja, da müssen wir jetzt gucken, ist das überhaupt noch realistisch? Da nochmal auf die 900 anzugreifen, die Division 1 anzugreifen, ist alles ein bisschen schwieriger geworden. So, Sol Campbell gezogen. Ich glaube, Sol Campbell ist sogar richtig geil, weil der hat ja irgendwie perfekte Werte auf Innenverteidiger, ist groß, robust, hat die perfekten Player-Skills, kann das sein? Und ist dann aber nur 84 overall, was halt dann wieder, wenn man nicht unbedingt auf 4- oder 5-Sterne-Team geht, ist der Sol Campbell, glaube ich, ein super Spieler eigentlich. Von daher, den hätte ich jetzt auch gern gezogen, wenn man so möchte. Ist dann vielleicht ein besserer Walter Samuel oder so. Und Kevin Keegan gezogen. Ja, warum nicht? Kleiner wuseliger Stürmer. Ich setze zwar eher so auf kantige Wandstürmer im Zentrum, wie eben jetzt in dem aktuellen Team ein Mario Mandzukic. Aber auch da bin ich mir nicht so sicher, weil auch das bei der PES League schön gelernt. Flanken sind irgendwie absolut nicht effektiv. Ich meine, ich habe viele Kopfballtore gemacht, wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht ist es auch ein anderes Niveau, auf dem wir uns hier bewegen, im grützigen MyClub-Bereich, keine Ahnung. Aber Flanken wurden bei der PES League von den ganzen E-Sportlern da kaum geschlagen. Ist einfach nicht so effizient wie nochmal neu aufziehen und dann versuchen, in den 16er zu kombinieren. Von daher, ja, vielleicht stelle ich dann auch in der Mitte mal auf eine andere Art von Stürmer um, dass sich da keiner groß aufposten muss mit der Wand, ne, mit dem Rücken zur Wand und so. Ja, schauen wir einfach mal. So, Gegner gefunden. Der hat ein paar weniger Ratingpunkte. 770, glaube ich, war das, wenn ich das gerade noch richtig gesehen habe. Nimmt Bordeaux als Mannschaft. Dann spielen wir Lila gegen weißes Trikot. Das passt. John Stones habe ich ja eben auch gezogen. Den hat er. Ansonsten viele neue Namen. Scheint. Das ist auch so eine Sache. Also es wirkt jetzt so ein bisschen so. Ja, hat sich was verschoben. Karim Benzema habe ich auch. Habe ich jetzt nicht reingeholt, dann wäre ich in 5 Sterne gerutscht. Deswegen hat Mandzukic den Vorzug bekommen. Auch das vielleicht so eine Kleinigkeit mit Hinblick auf 2020. Ich hätte schon irgendwie Lust, wie früher bei FIFA 15 im Ultimate Team so Thementeams aufzubauen. Das hat schon immer Bock gemacht, ne? Von wegen die beste lateinamerikanische Truppe, die beste schwedische zweite Liga-Truppe. Irgendwie so ein Quatsch. Und letztens auch schon mal gegen einen gespielt, der komplett auf Brasilianer gesetzt hat. Vielleicht ist auch das wieder was, wo man oder wo wir, ich im Stream dann hin möchte, hin sollte mit 2020, dass man sagt, komm, wir ignorieren jetzt mal die Wochenform und sagen einfach, wir stellen eine coole Brasilianertruppe auf. Eine C-Form ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Also müssen wir mal schauen, ne? Ich bin da auch gerne immer offen für Empfehlungen von eurer Seite. Ja, mit der Truppe gehen wir jetzt, warte mal, hier den Carrasco raus, Mané rein, das geht
auch noch, genau. Sadio Mané ist ja da ein flexibles Kerlchen. Spielt dann hier für Carrasco von Beginn an. Und Wilmar Barrios, oft von euch gefordert, ersetzt Leon Ndonka. Müssen wir mal gucken. Kapitän bleibt Chiellini. Von mir aus lange Dinger, kurze Dinger von der Isco. Neben ihm steht der Eden. So, die Ecken schießt auch der Isco. Und die Elfmeter schießt der Eden. Mit nach vorne geht der Thilo und der Wilmar. So. So, okay, dann stimmt die Aufstellung so. Klar, mit der Wochenform bist du bei den Pfeilen ja fast schon immun und geschützt. Und dann geht's los. Erstes Spiel im Stream. Schön, dass ihr da seid, wie immer. Ich hoffe, es wird ein erfolgreicher Stream. 4 Sterne, ja, immer noch so ein bisschen Berührungsangst bei mir. Aber lief soweit gar nicht so schlimm. Klar, hektisch, klar, hin und her und Doppelpass und alles fliegt um die Ohren. Aber an der Mannschaft liegt es schon mal nicht. Also auch wenn ich keinen einzigen Cent Echtgeld investiert habe, häufiges Simulieren, fettes Spielen und häufiges Spielen, da kriegt man schon genug zusammen. Und was ist das für ein Stadion mit Schatten, Alter? Sowas wähle ich doch nicht. Oh, nervt mich jetzt schon, wenn ich das sehe, dass das halbe Stadion so im Schatten getaucht ist. Meine alten Augen kotzen. So, erster Versuch, erster Vortrag über Everton. Ribeiro über den rechten Flügel, aber Chiellini läuft das gut zu. Kehrer versucht spielerisch zu lösen, geht in die Hose, bringt Mané da in die Bredouille. Mané arbeitet gut nach hinten, jetzt im Zusammenspiel mit Barrios, klappt. Jawohl. Erstmal im Schatten vergraben, um dann. Boah! Alter Falter, siehst du, da siehst du die dunkel-lila, was immer das für eine Farbe ist, da Bordeaux-Spieler schon mal ganz schlecht. Oh, Hazard mit dem ersten Verlegenheitsball auf Mandzukic, der im Endeffekt, das ist ja bei dem System häufiger gut gelaufen, eigentlich nur da ist, um den Ball dann festzumachen vorne, damit dann die beiden schnellen Außen, in dem Fall der völlig überbewertete Featured Player Mbappé, ich glaube aus der ersten Woche ist der noch, und natürlich Eden Hazard nachrücken können, vielleicht in den 16er rücken können, um dann die Abschlüsse zu suchen. Also viele Tore erwarte ich von Mario Mandzukic heute nicht. So, jetzt mal Vortrag über rechts. Mbappé, kommen die Doppelpässe, die angekündigten. Mbappé, nein, nimm noch Mandzukic mit. Klappt trotzdem. Mandzukic, auf Hazard durch. Erstes Mal ein bisschen Alarm im 16er der Gastgeber. Schönes Kopfball von Thilo Kehrer. Oh, da kommen die schnellen Doppelpässe, da kommen die schnellen Doppelpässe. Und nochmal rüberlegen. Ja, Goal, 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 Goal. Schnuckeliges Türchen. Richarlison, auch der oft gefordert von euch. Heute spielt er mal. Ich glaube, beim letzten Stream war es irgendwie aufgestellt. Level up durch irgendwen in 4 Sterne gerutscht und ich musste ihn opfern. Jetzt spielt er wieder. Und höchstwahrscheinlich auch die kompletten 3 Spiele im Stream durch und macht sofort ein Türchen. Die Antwort von Bodo. Erster guter, gefährlicher Abschluss von 20 Metern. Alles gut soweit. Gigi Grande im Tor. Auch das war ja ein Learning, wenn man so will, aus dem letzten Stream. So hart frustriert nach 2 oder gar 3 Torwartfehlern habe ich mir dann geschworen, ich setze jetzt nicht mehr auf einen Weißball. Torwart, steck doch durch! Mbappé, der müsste doch allen weglaufen. Kilian! Kilian! Oh, ist das schwach! Ist das schwach, das muss das 2-0 sein. Oh, den verzocke ich richtig. Da lege ich mich so früh fest auf den Spielzug rüber, ohne darauf zu achten, ob der Eden Hazard das Angebot überhaupt vernünftig läuft. Ach du Schande. Was ein blitzschneller Konter nach einer Ecke. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für ein Mbappé. Einfach nur laufen, laufen, laufen mit 99 auf alles, was Geschwindigkeit betrifft. Ja, jetzt kommt da irgendeiner nochmal vom 16er reingerannt. Will's kurz machen. Ja. Quirlt sich durch. Oh, kriegen keinen Zugriff. Kriegen keinen Zugriff. Ja, kann natürlich nicht sein, dass er den Ball da am 5er nochmal kontrollieren kann. Und so steht's nicht 2-0, sondern 1-1. Schön zum Kotzen. Ja, da fehlt die Selbstverständlichkeit. Da fehlt die Selbstverständlichkeit. Ja, das kriegen wir unten zugelaufen. Chiellini, jawohl. Ja, langer Ball auf Hazard, von dem noch gar nichts zu sehen. Ich glaube, es ist auch sein erstes Spiel als Let's Playmaker, wenn ich mich recht entsinne.
Gut wieder von Mandzukic verteilt. Genau, da macht er das, was er machen soll. Nochmal rübergelegt. Oh, Mané rückt da auch nicht rechtzeitig ein. Szene bleibt heiß. Mandzukic, Mané, gutes Einlaufen. Ja, kriegen wir den durchgemogelt? Nee. Barrios passt gut auf. Jawohl, jetzt mal gute Druckphase. Wollen die erneute Führung. Mandzukic wieder gut rüber. Mandzukic läuft ein. Mario Mandzukic. Wunderschön. Verteilt da wie ein Weltmeister. Und macht jetzt auch ein Tor. Und ich sag noch, von dem erwarte ich keine. Ja, wahrscheinlich nur, wenn ich auf Flanken verzichte. Heißt das noch lange nicht, dass der Kollege unnütz wird, was den Abschluss angeht. Schön den Doppelpass initiiert und dann aber wieder mitgemacht. Hazard, das wird eng. Ja, das war ein bisschen stumpf gedribbelt. Und wie mir das mit dem Schatten auf den Sack geht. Ja, das war zu einfach. Einfacher Doppelpass, das ist zu billig. Aber Gigi spielt mit. Auch nur ein 86er. Also das ist jetzt auch kein übertrieben guter Torwart. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ich glaube, David De Gea ist ein 91er. Von den ganzen Inform-Torhütern mal abgesehen. Ich hatte auch schon mal diesen Bernardoni als Inform-Torwart, auch relativ zu Beginn, wo ich mir halt noch diese Featured Players geholt habe. Und der war, glaube ich, ein 87er, aber der hat mir halt emotional nichts gegeben. Schöne Bewegung von Mandzukic. Der läuft keinem weg. Mario Mandzukic, mach's alleine, Mario. Mach's alleine, Mario. Mach's alleine, Mario. Ja, auch da lege ich mich eigentlich viel zu früh fest, was ich machen will, ohne zu gucken, was passiert. Vielleicht auch hier wieder die zwei Tore Führung verschenkt. Ecke kommt gut. Zweiter Pfostenkehrer pennt. Oder rechnet da nicht mit der Verlängerung, obwohl wir das ja im Training immer wieder ansprechen. Erster Pfosten, bla bla bla, immer die gleichen Kombos. Oh, kein Zugriff, aber Barrios kommt von hinten noch an. Ja, 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 ja. Trotzdem wird es gefährlich. Schönes Spiel, vielleicht auch das ein positiver Nebeneffekt von 4 Sternen. Hektisch hin und her, mehr Szenen vor dem Tor am 16er. Da muss eigentlich Zuma eingreifen, aber am Ende bleibt es an Gigi hängen. Warum hat er die 15? Ich habe es euch ja schon mal gesagt. Ich hasse es, wenn Spieler die falschen Nummern haben. Regt mich total auf. Also müssen wir gleich vor dem zweiten Spiel mal Gigi die 1 geben. So geht es natürlich nicht. So, Ecke segelt an den 5er. Das muss doch ein gefundenes Pressing sein. Schon wieder kein Zugriff. Oh, wieder trudelt da der Ball durch den 16er, durch den 5er. Das ist alles eine Frage der Konzentration. Ihr 4 Sterne Let's Playmaker. Ja, hektischer Doppelpass, kommt nicht an. Hazard, vielleicht mal ein Angebot laufen. Ne, Mandzukic. Der ist abseits. Ja, da läuft Eden schön im Abseits weiter. Sein Angebot. Ja, gute 3 Schritte. So, kurz vor der Pause. Hektisches Hin und Her. Schieben was auf die Schatten im Stadion. Da kann man sich natürlich nicht konzentrieren. Langer Hafer. Oh, Chiellini. Souverän. Chiellini löst das souverän. Und dann versuchen wir Fußball zu spielen. Mbappé. Habe ich ja schon oft beobachtet. So, ja, der ist zwar so völlig übertrieben schnell und 73 in Form und so, aber ist jetzt auch nicht der absolute Killer. Oh, Richarlison will in die Pause. Nee, wollen wir noch nicht. Den Angriff nehmen wir noch mit. Einwurf. Schiedsrichter lässt es laufen. Also dürfen wir den wohl noch. Dürfen wir den wohl noch? Nochmal eine Alibi-Flanke. Die kommt nicht verkehrt. Mandzukic. Aber wieso ist da? Kenne ich nicht. Featured Player oder was auch immer. Keine Ahnung. Man kann ja nicht jeden kennen. So, also für jemanden, der 4 Sterne lange verschmäht hat und nicht so häufig genutzt hat, ist das ein, glaube ich, solider Vortrag. Die Ausdauerwerte voll in Ordnung. Mario Mandzukic auch dahingehend, absolutes Vorbild. 88 Stamina, Killer vor dem Herrn. Und er hat da vorne Eduard mit 87. Das dürfte dann ein Featured Player aus der Celtic Glasgow Woche gewesen sein. Letzte Woche war das. Auch das ist so eine Sache. Wie gehe ich damit in 2020 um? Hole ich mir vielleicht immer einen Featured Player? Ne, irgendwie muss man immer gucken, wie man das mit den MyClub Coins austariert. Vielleicht, ich meine, vielleicht, wenn ich mir ein System überlegt habe, auf das ich und wir alle hier in meinem Stream Bock haben, vielleicht setze ich auch mal echt Geld ein, weil ich mir irgendwie denke, okay, das Geld kriegt ja Konami und die machen uns ein schönes Fußballspiel. Die haben vielleicht ein bisschen mehr als die 70, 60 Euro verdient.
Ne, wenn man mal bedenkt, wie lange ich jetzt hier schon PES suchte, also da habe ich ja vom Spielspaß, Kost per Spielspaß, da habe ich ja das Geld locker wieder drin im Vergleich zu auch ganz anderen Spielen, die da draußen 70 € kosten oder 60 € kosten. Von daher, ich will das gar nicht so Richtung Pay-to-Win nutzen, aber wenn wir uns überlegen, hey, es macht Spaß, wenn du hier den Feature-Player mal versuchst, hier den Feature-Player mal versuchst und so ein bisschen bunte Namen auch in deine Mannschaft kriegst, die sonst nicht irgendwie reinkommen würden, dann muss man sich das vielleicht auch mal überlegen. So, und jetzt, wo ich hier überhaupt nicht aufgepasst habe beim Träumen von 2020, fällt das Ausgleichstor. War natürlich viel zu billig. Kein Druck auf den Gegenspieler. Und dann haben wir nochmal eine ganze Halbzeit Zeit jetzt. Oh, rutscht durch und ich verklick mich. Ah, zu hektisch. Ja, ich könnte mich ärgern. Egal, weiter geht's. Mandzukic läuft wieder ein gutes. Nein, das sollte doch nicht. Egal, da macht der Kilian eben. Nein, auch nicht. Ja, es muss volle Konzentration da sein. So, Mandzukic auf dem ersten Pfosten, der holt den doch. Natürlich holt der Mario den. Und der Wilmer macht sein Debüttor. Wunderherrlich. Direkt die Antwort auf das gümmelige 2-2. Oh, Zugriff. Jawohl, Zugriff ist da. Scheinbar kein Foul. Glück gehabt. 50-50 Situation. Chiellini verzockt. Platz auf den rechten Flügel. Daniel Carvajal. Flanke. Kopfkehrer ist da. Barrios pennt. Wieder hoher Ball. Wieder unangenehm. Das Ding zurück. Aber jetzt kriegen wir es gelöst. Schöner Seitenwechsel. Geht's, geht's, geht's. Ja, Hazard spekuliert richtig. Ja, und dann mit dem Skillstick irgendwie rumgelost. Wenn ich das noch lerne, bin ich ein großer. Mané, als rechter Mittelfeldspieler, glaube ich, hart verschenkt. Wenn wir mal überlegen, wie der letztens im 3-Sterne-Team auf links außen dominiert hat, viele Tore erzielt hat. Hazard, kriegen wir den in Szene gesetzt. Mandzukic, ja, wichtiger Zweikampf, legt nochmal rüber, wieder Mandzukic, legt er nochmal rüber. Mbappé, ganz spitzer Winkel, Eigentor, egal. Da ist die Zwei-Tore-Führung endlich. Haben wir lange drum gearbeitet und immer wieder selber eingerissen, dieses Häuschen, diese Zwei-Tore-Führung. Oh, die Antwort. Boah, ey. Kein Zugriff da, geht nicht. Und ich habe eigentlich darüber nachgedacht, so wechsle ich jetzt? Oh, nee. Aber so sieht es doch ganz ordentlich aus. Immer wieder Antworten gefunden. Hazard und Richarlison machen das da ganz ordentlich auf dem Flügel. Jetzt kommt die Flanke trotzdem mal, auch wenn das kein E-Sportler empfehlen würde. Und der Ball segelt dann ins Nix. Mandzukic auf den zweiten Pfosten verweist. Ja, sucht die Lücken, sucht die Doppelpassmöglichkeiten. Schön zurennen das Ganze. Kehrer passt auf. Wird trotzdem eng. So, und dann langer Hafer auf Mbappé. Schön runtergeholt. Hazard. Kommt er mal in Szenen? Nee, kommt er nicht. Hektischer Aufbau von Bordeaux wird abgefangen. Mbappé jetzt mal schön auf die Geschwindigkeitskarte setzen. Blind kommt nicht hinterher. Skillstick. Und weg ist der Ball. Warum ich das. Das ist immer so schön, mal zu machen. Und dann macht der Spieler eine schöne Animation, aber es ist so unnütz. Es ist so unnütz. Also bei mir zumindest. So. Jetzt kommen die Wechsel. Depay, Carrasco, also quasi die B-Besetzung für die Flügel. Und Hazard ist müde, viel gelaufen, viel gearbeitet. Komm, dann bringen wir mal den Talisca, den bringe ich so selten. Und ich sehe das Spiel so ein bisschen als gewonnen an. Das ist immer gefährlich, aber Talisca rundum Sorglospaket für die Offensive. Gucken wir mal, ob er Leistung bringen kann oder ob ich mir da gerade die linke Seite zerschossen habe. Oh, Isco gewinnt ein Kopfballduell. Carrasco hat mit dem Schatten auch Probleme. Guter Laufweg von Mandzukic. Ui. Orientiert sich. Das Knie oder was? Was für eine behindert kalkulierte Linie. Kalibrierte Linie. So, ist das denn? Jawohl. Kehrer hat die Ruhe weg. Lässt sich da nicht unter Druck setzen. So, Benzema ist jetzt nach vorne beordert worden. Ja, gut nachgesetzt. Von Depay. Verliert er den Ball aber beim Aufbau.
Ist das wieder wuselig? Abstoß. Gigi Grande. Ja, zeigt's an. Da müsst ihr besser verteidigen. Hat er auch vollkommen recht. Das hätte auch in die, ins Auge gehen können. So, erstmal Ruhe reinbringen hier. Oh, wieder zu einfach. Chiellini muss direkt wieder löschen. Macht er gut. Oh, was pfeift er? Pfeift er gar nichts? Ja. Will da einfach nur den Laufweg verhindern. Kann man auch pfeifen. Mbappé mal ein bisschen mit nach hinten arbeiten. Hoher Steilpass, zu billig. Jawohl. So, Bordeaux kriegt jetzt auch nicht mehr so viel Druck auf die Gäste. Ja, oben ist Platz. Kriegen wir den Laufweg hinein. Heldenhaft reingearbeitet in den Pass vom Bordeaux-Spieler da an der Stelle. Everton Ribeiro. Doppelpass, zu billig. Chiellini ist da und hat auch die Ruhe weg. Depay wieder mit Ballverlust nach Annahme. Wuselt auf den Flügeln ein bisschen rum. Sucht noch nach einer guten Offensivszene, aber wenigstens nach hinten emsig. Langer Hafer von Gigi. Wichtiges Kopfballduell. Holt er Kilian. Und dann ist Mandzukic natürlich nicht der Läufer. Ja, Spiel plätschert jetzt so ein bisschen dahin. Man neutralisiert sich zwischen den 16ern. Oh, nochmal langer Hafer. Gigi muss mitspielen. Auch da ist er fit. Ist er in PES 2020 noch dabei? Oder ist dann das Karriereende auch das Ende vom normalen Gigi Buffon in PES 2020? Und dann müssen wir auf eine Legende, einen Legendeneinschub hoffen. Das war's. 4-2. Bis zum 4-2. Rauf und runter. Viel zu sehen, viel Drama. Und am Ende hat dann keiner mehr Akzente zu setzen geschafft. Aber vollkommen okay. Für mich auf jeden Fall. Hoffentlich jetzt als nächstes ein Heimspiel ohne Drecksschatten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich wirft sowas immer komplett aus der Bahn. Mich nervt sowas. Also ganz unruhig für die Augen. Ist ja auch nicht umsonst so, dass bei Turnieren, bei offiziellen Turnieren auch immer Abend und freundliches Wetter gewählt wird. Also umso weniger da die äußeren Einflüsse einwirken, umso besser, glaube ich, auch für die Spieler. So, erstes Spiel, erster Sieg. Damit kann man noch arbeiten. Zlatan als Legende. Ja, also was ich generell hoffe, ne, das ist, auch wenn ich weit weg bin von den Lautsprechern, die sagen, Konami, PES, scheiße, weil keine Lizenzen und so. Aber da gibt es schon die ein oder andere, Liga, die cool wäre. Ich sag gar nicht hier Premier League, klar, wäre natürlich geil, aber die ist, glaube ich, auf 100 Jahre exklusiv bei EA. Die wissen schon, wo sie ihr Geld hinpumpen. Ja, die beste Liga der Welt, der wichtigste Markt für Fußballspiele, keine Ahnung, ja, mag ja sein. Aber hier so eine Major League Soccer wäre super cool. Diese indische Liga hatte ja vor ein paar Jahren auch mal so einen kleinen Push bekommen, wo diese ganzen Legenden dann nochmal ein Jahr mehr zu Werbezwecken als für alles andere gespielt haben. Aber das wäre ja auch cool gewesen. Ich glaube, da hat ein Robert Pires auch gespielt, nochmal ein Jahr für irgendein Team. Also das ist so ein bisschen wie die chinesische Liga. Die haben dann irgendwie ganz viel Ausschuss an Leuten, die würden hier nicht mehr in der vierten Liga in Deutschland Fuß fassen können, aber haben dann halt auch so eine Handvoll Superstars. J-League, auch sowas. Also da gibt es so viele Ligen, die richtig cool wären, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die so unfassbar teuer wären zu lizenzieren. Und bei der J-League, ganz ehrlich, bei der J-League verstehe ich es am allerwenigsten, weil das ist doch Winning Eleven, das ist doch Konami, da kommt man doch her. Da wird man doch irgendwie, da wird doch irgendein japanischer Konami-Mitarbeiter, wird doch irgendeinen japanischen Mitarbeiter von der J-League kennen, die so gehen zusammen angeln und dann machen die einen coolen Deal und dann hast du die Liga im Spiel. Es kann doch nicht sein, dass das irgendwie nicht verpflichtet geht. Und das fände ich persönlich gesagt cooler, als wenn es jetzt unbedingt, als wenn Konami irgendwie zwingend die Top 5 aus Europa hat, die Top 3 aus Südamerika, so, das wäre mir gar nicht so zwingend wichtig. Also umso ausgefallener und umso bunter die Trikots, umso cooler ist das ja vielleicht dann auch auf MyClub gemünzt. Wenn du dann sagst, oh, guck mal hier ist ein Außenstürmer aus der J-League von mir aus oder aus Mexiko, wie du es ja jetzt dann halt auch schon hast. Ne? Du hast irgendwie so einen
abgefahrenen Flügelsprinter, wo du sagst, oh, der ist richtig cool, den kennt keine Sau in Europa, aber der ist cool. Den muss ich mir holen mit Scout-Kombo oder so, ich weiß nicht. Das macht das alles lebendiger. Von daher, ja. Hoffen wir mal, dass Konami da die ein oder andere positive Überraschung hat. Wovor ich dann allerdings, wenn wir dieses Lizenzgerede während der langen Wartezeit hier weiter fortführen wollen, wofür ich dann eher Sorge habe, ist, dass der ein oder andere dicke Fisch, und da denke ich ganz konkret an den FC Barcelona, dass der irgendwie abspringt. Weil ich glaube, wir sind im letzten Vertragsjahr mit Barca und wenn dem wirklich so ist, könnt ihr euch vorstellen, wer da häufiger anruft in Katalonien. Das dürfte dann auch wieder EA Sports sein und macht dann einen auf Dortmund und versucht denen dann einen Wechsel schmackhaft zu machen. Das ist so meine Sorge. Ne? Also es muss gar nicht mehr groß aufgefahren werden bei den Teams, die sie schon haben. Aber da verlieren sollen sie idealerweise auch nicht. So, Gegner ist gefunden. Knapp über 700 Ratingpunkte. Also wir bleiben dabei, dass ich da der Favorit bin. Lalala. Er hat Robert Pires gezogen jetzt hier, die Arsenal-Legende, wo wir keinen gezogen haben. Das möchte ich nochmal betonen. Ich habe keine Legende gezogen. Auf der anderen Seite darf ich da auch nicht undankbar sein, denn ich habe eine ganze Legendentruppe zusammen, so fast und halb. Also von daher bin ich da auch sehr gesegnet. So, Rakitic für Isco, das ist eine Pfeilentscheidung. De Donka für Barrios ist eine Pfeilentscheidung. Kriegen wir den Pavon noch irgendwie unter? Ne, dann haben wir nicht die. Dann riskieren wir oben die Teamchemie. Das ist schwer zu sehen. Am rechts am Kilian sieht man, wie die 9 und 9. Ne, warte mal, das ist sogar ganz schlecht, oder? Da ist ein 99 und wenn ich jetzt den Pavon bringe, haben wir nur noch eine 98. So, jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir den Kilian hier hin, rechtes Mittelfeld, geht das? Tatsächlich, dann bauen wir den Kilian mal als rechtes Mittelfeld ein, vielleicht hilft das. Oder die beiden, macht das noch mehr Sinn? Wer denkt denn defensiver? Kilian denkt defensiver minimal, ja, versuche ich das mal. Warum auch nicht? Vielleicht braucht er auch dieses aus der Tiefe kommen, um seine Geschwindigkeit nochmal perverser aufzubringen. Ansonsten kann die Mannschaft so bleiben, Trikots passen. Wir spielen leider wieder auswärts und müssen hoffen, dass das mit dem Stadion nicht wieder nervig wird. Ja, Konami muss Layout und Angebot in MyClub ändern, Dennis. Also generell gibt es da so viel Luft nach oben, sowohl was das Layout angeht, die Designs, die Möglichkeiten für Dailies und Wochenangebote, mehr Pokale, mehr Möglichkeiten. Auf der anderen Seite muss man halt, glaube ich, auch immer bedenken, umso mehr Konami aufmacht an Möglichkeiten, wo sich Spieler verteilen können, umso nerviger wird das dann mit den Wartezeiten. Also ich merke es ja hier schon, jetzt mussten wir wieder so 2-3 Minuten warten, bis ein Gegner gefunden wurde. Und 4-Sterne-Team ist ja jetzt nochmal weniger ausgefallen als 3-Sterne, 2-Sterne, 1-Stern. Dann vielleicht auch mal so eine Steuerungsmethode angedacht hier mit Full Manual. Da findest du ja wahrscheinlich stundenlang keinen Gegner. Also so Geschichten, da muss man glaube ich, oder da weiß Konami durchaus, dass das eine Möglichkeit wäre, dass man das als User gerne sehen würde. Aber wenn du dann die Spieler noch mehr verteilst, hast du wahrscheinlich noch eher das Problem und dann mehr Sorge, dass die Spieler, dass den Spielern das negativ auffällt. So, guter Beginn. Immer wieder fehlt so der finale Pass. Jetzt fehlt der finale Pass nicht. Jetzt haben wir endlich mal den Abschluss von Mandzukic. Also, guter, gieriger Beginn. Und wir spielen in, ich glaube, La Bombonera. Das ist schon mal ziemlich geil. Wir spielen beim Abend mit guten Bedingungen. Also, die Ausrede habe ich jetzt schon mal nicht mehr. Pavon ist der nicht, glaube ich, sogar von Boca. Auf jeden Fall ein Argentinier. Der kennt sich hier aus. Ja, Fuß dazwischen, Barrios. Der kennt sich hier auf jeden Fall aus. Mandzukic. Doppelpass mit Hazard, im letzten Moment noch unterbunden. Oh, Rakitic. Boah, immer wieder falsch entschieden! Kein Abseits. Gute Szene der Hausherrin. Und ich habe vergessen, dem Gigi die 1 zu geben. Weil ich wieder zu hektisch war zwischen den Spielen. So viel gelabert habe. Meine Fresse. Gigi mit der 15. Ich glaube, ich werde nicht mehr. So, Doppelpass über Umwege. Klappt das noch? Ja, schön gelöst von Pavon, Mbappé und Kehrer. Einwurf für Boca an der Stelle. Habe ich nicht gesehen. Oh, Risiko. Einmal quer durchs Spielfeld. Mandzukic kommt nicht in den Zweikampf. Angriff läuft. Angriff läuft. Wieder kein Zugriff. Wuchtet sich dagegen zwei Weiße durch.
und kommt dann zum Abschluss. So lange Hafer, Richarlison holt ihn runter. Schöner Doppelpass mit Rakitic. Schönes Zusammenspiel auch wieder von Mbappé, sage ich schon. Von Mandzukic mit seinen Außenstürmern und Eden Hazard macht das frühe 1:0. Zieht da leicht in die Mitte und dann ein schöner Finesse-Schuss hinten an den Innenpfosten gelegt. So kann man doch ins Spiel starten. Mandzukic echt heute wunderschöner Wandspieler, Torschütze, aber vor allen Dingen Mann für die Doppelpässe. Jetzt geht er mal selber in den 16er. Kommt nicht ran. Boca kriegt es nicht geklärt. Richarlison zieht neu auf. Einmal rüber auf Mbappé. Der soll auch gefährlich sein als Offensivspieler. Pavon, Mandzukic, billiger Doppelpass. Pavon, den muss er doch machen. Christian Pavon. So ein Doppelpack wäre schön. Haben wir auch im ersten Spiel verzockt. Lange auf die 2-Tore-Führung hingearbeitet. Ja, Szene bleibt heiß. Rakitic, jetzt müssen wir mal flanken. Kommt man nicht drum hin. Hazard. Natürlich nicht der, den ich da bei einem bei einer hohen Flanke beim Kopfballspiel sehe. Konter läuft, wenn es schnell geht. Glaube ich sogar Überzahl. Und Kurt Zuma hält zweimal den Fuß rein und entschärft die Situation. Mbappé mit Pavon. Mandzukic. Pavon, gutes Angebot. Schön durchgelaufen vom Argentinier. Langer Ball auf Mandzukic. Mario Mandzukic. Das sind genau die Szenen für ihn. Gewinnt den Zweikampf locker und da fehlt nicht viel, dass er den auch am Torwart vorbei nickt. Mbappé, Pavon, gute Bewegung vom Argentinier wieder. Nimmt den Franzosen mit, Mandzukic. Ja, da wird es zu eng. Auch wenn er da schon am Fünfer steht, wird zu eng und kommt nicht zum Abschluss. Barrios wieder gut. Hazard, Mandzukic wieder. Ah, ein bisschen zu weit nach vorne gespielt, Szene aber noch nicht geklärt. Ja, auch bei Boca alles wuselig. Richarlison braucht zu lange. Rakitic nicht mutig genug beim Rausrücken. Jetzt vielleicht der Konter. Chiellini passt auf. Also leichtes Übergewicht für die Weißen. Mbappé. Ja, Richarlison, der kommt. Richarlison, schönes Zusammenspiel. Da fehlt ein Schritt, um dann noch mit der Fußspitze ranzukommen und Hazard mitzunehmen. Ja, also das, was ich im ersten Spiel auch schon mal gesagt habe, vom Gefühl her, ist ein 4-Sterne-Stream auf jeden Fall actionreicher. Passiert viel mehr. Bisschen hektischer, bisschen weniger Kontrolle. Bisschen mehr Chaos. Pavon, Mandzukic kommt dahin. Ja, den kriegt der Mario schon wieder. Hazard winkt, kommt da vor den Verteidiger. Nein, kommt da nicht. Kommt nicht vor den Verteidiger. Ja, Boca spielt das einmal gut durch. Oh, das war zu billig, oben ist Platz. Rakitic läuft Loch zu, aber am Ende auch keine Gefahr. Wir nähern uns der Halbzeitpause. Richarlison, Mandzukic, gutes Angebot. Muss abbrechen, doch nicht. Abseits, ja oder nein? Scheinbar nicht. Mandzukic bringt das Ding tatsächlich noch gefährlich in den Rückraum der Abwehr. Oh, der kann wehtun, oder? Ist es einfach nur, ja, es wird einfach nur abgepfiffen. Glück gehabt. Real Madrid mit Boca Juniors Wappen, das ergibt Sinn. Guter Vortrag, gutes Auswärtsspiel der Let's Playmakers an der Stelle, glaube ich. Kann man so sagen. Viel gearbeitet, da müssen wir auf jeden Fall mal die Ausdauerpfeile anschauen. Und das sieht schon, ja, Mbappé arbeitet viel. Richarlison, beide deuten schon mal so ein bisschen an, dass sie das Spiel nicht auf dem Platz beenden wollen. Die Flügelstürmer Hazard und Pavon. Ja, auch okay. Müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt in der zweiten Halbzeit ausgestaltet. Vielleicht kriegen wir es ja auch in ruhigere Fahrwässer gesteuert mit einem zweiten oder gar dritten Tor. Aber das könnte der zweite Sieg im zweiten Spiel werden. Machbar ist der Typ auf jeden Fall. Also Mandzukic, den hatten wir ja, glaube ich, in einem Agenten. Den haben wir gar nicht bewusst gezogen. War dann schön zu sehen, dass wir jetzt so einen weiteren tollen Wandspieler haben. Flanke kommt, keiner da. Keiner da. In die Füße von Mandzukic. Da verschenkt Boca ja förmlich das zweite Tor. Also, Mandzukic macht einen sehr, sehr guten Eindruck als Kaltstürmer. Ist ja sehr wichtig. Oh, schön zusammengespielt. Calvert-Lewin bricht da durch, den muss er machen.
Uiuiui, fast schon zu einfach durchgekommen. Der Stürmer vom FC Everton vergibt da die absolute Großchance. Jetzt kann es vielleicht auf der anderen Seite gefährlich werden. Mandzuk, oh, ja, gut den Körper eingesetzt vom Kroaten. Szene bleibt deswegen heiß. Mbappé nimmt Richarlison mit. Der sucht nochmal Hazard. Kommt der an den Ball, der Belgier? Nein, auch da fehlt ein Schritt. Ja, auch da wieder der Versuch, in die Doppelpässe zu kommen. Kriegen war gelöst. Kehrer verteilt auf den Flügel. Zuma. Mbappé macht das Angebot nicht weiter mit. Schade, aber dann kommen wir halt über die Stürmer. Nee, klappt auch nicht. Pavon. Oh, wichtiger Zweikampf von Barrios. Pavon, Mbappé. Guter Laufweg von Pavon. Direkt rüber auf Mandzukic. Mario Mandzukic! First Time Shot Player Skill für alle, Freunde. 2-0. Der Kroate ist da kompromisslos am 16er. Was eine geile Verpflichtung. Danke, Agent. Keine Ahnung. Ein paar Wochen her. Da sagte ich noch, ja, der ist ein besserer Kalinic, den ich damals auch schon irgendwie geschenkt bekommen habe von irgendeinem Agenten, der sich in Sim-Matches gut gemacht hat. Und die Antwort von Boca lässt nicht lange auf sich warten, aber zum Glück keine Torantwort. Jawohl, 60 Minuten, 60 virtuelle Minuten sind rum. Sieht doch sauber aus, was die Let's Playmakers hier im zweiten Auswärtsspiel aufs Parkett bringen. Kehrer, jawohl, Pavon, Mbappé als Mittelfeldspieler. Keine ausufernde Regung an der Stelle. Macht seine Wege nach hinten, wird genauso müde wie alle anderen. Da kann er 19 sein, wie er möchte. Er hat nicht mehr Stamina. Mandzukic, schönes Zusammenspiel wieder mit Hazard. Kommt, da fehlt dann halt die Geschwindigkeit. Aber okay, man kann nicht alles haben als 84er. Barrios, nee, das ist Mbappé gewesen. Schön, schönes Zusammenspiel. Pavon will wieder Mbappé mitnehmen. So, und jetzt kommen wir langsam in die Phase, wo es nach Auswechslung schreit. Pavon, sehr aufmerksam. Mbappé, ja, trabt nur in sein Angebot. Der ist wohl am Limit, körperlich. Dann kommt halt wieder ein Depay, Carrasco, wie sie alle heißen, von der Bank. Da habe ich genug Auswahl. Achempong, silberner Stürmer, silberner Speedster. Eher fürs Zentrum, laut Position, aber der kann auch auf dem Flügel wirbeln. Pavon jetzt. Skillstick. Jawohl, völlig unnötig. Den Ball weggeschenkt. Kein Problem für Lascales oder wie der Kollege da gerade hieß. Kehrer. Oh, geht da sehr offensiv in den Zweikampf. Verliert den Zweikampf. Lässt sich aus Doppel passen. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin, schöner Haken. Der hätte das Spiel in eine ganz andere Richtung lenken können mit seinem möglichen Ausgleich. Kurz nach der Pause und dann kümmerlicher Schuss. Kein Problem für Gigi Grande. Hat leider keinen flachen Abschlag. Das dauert dann immer ein paar Sekunden länger. Konnte an der Stelle schon fast vorbei. Hazard. Schöner Doppelpass mit Richarlison. Ja, das läuft. Wenn gleich Richarlison jetzt hier auch dann zu müde ist, um richtig durchzuziehen. Der Brasilianer. Ja, kriegen wir den? Das wäre wichtig. Ja, Rakitic. Kaum aufgefallen heute. Auf der eigentlich verschenkten Mittelfeldposition in meinem System. Pires, die Legende von Arsenal, frisch im Spiel. Auch noch nicht wirklich aufgefallen. Ja, ich möchte schon seit einer Viertelstunde auswechseln. Spiel plätschert so dahin. Jetzt vielleicht nochmal die Chance für Hazard auf dem Flügel durchzubrechen. Hazard. Hazard. Ja, auch da Skillstick unnötig. Chance vorbei. Aber ist okay. Nimmt so Plätschern. Genauso wie das andere Spiel. Ne? Zwei Toreführung ist da und dann wird geplätschert. Ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss. Der kann nochmal unangenehm werden. Chiellini, Kopfballsieger, da wird nichts unangenehm. Bei Giorgio. Ja, nochmal ein paar Worn auf dem Flügel mitnehmen. Zu gierig und ziellos gepresst von Boca. Es gibt nochmal eine freie Flanke von Pavon. Oh, Sokratis. Will es spielerisch lösen. Schafft er auch. Hernandez abgekocht. Von Mbappé. Ja, läuft nochmal das Angebot. Kriegt er den Ball auch? Nein, zu kurz geraten der Ball von Hazard. Und dann kommen wir tatsächlich ohne Auswechslung auch durch diese zweite Halbzeit.
Voll in Ordnung. Neutralisieren das Ding zu Ende. 2-0. So kann's doch laufen. Mario Mandzukic, eiskalt, vollkommen richtig, Dennis. Eiskalter Abschluss vom Kroaten. Und dann war das Ding eigentlich schon entschieden. Nicht mehr viel gekommen von den Boca Juniors. Getarnt hinter dem Namen Real Madrid. Oh, es gibt auch noch mal ein paar Weekly Points. Das ist das Schöne für mich, dass ich jetzt nicht direkt am Donnerstag gierig in die Woche gestartet bin. Da hat der ein oder andere schon Weekly Points gesammelt und ich kann jetzt ein bisschen abgrasen, wenn ich denn immer so fleißig weiter siege. So, wir schauen. Die Ausdauer ist noch okay, aber warum sollen wir sparen? Ich habe 697 davon, völlig überzogen. Man kriegt ja gefühlt jede Woche oder für fast jeden dritten Login kriegt man ja diese Stamina-Kollegen geschenkt. Und dann gehen wir komplett erfrischt in das dritte und letzte Spiel des Streams. Also läuft bisher mit 4 Sterne. Vielleicht ja so ein bisschen auch ein kleiner Wendepunkt in meiner Wahrnehmung, dass 4 Sterne oder 5 Sterne überhaupt keinen Spaß bringen. Vielleicht musste ich auch nur ein bisschen Glück haben mit den Wochenform-Pfeilen, dass da mal eine gute Truppe zusammenkommt. Und bisher fand ich die Gegner auch nie so übertrieben. Also ich meine, 5 Sterne geht ja jetzt ins Unendliche, wenn man da überlegt, dass ab 2300 Punkte 5 Sterne beginnt und ich mit meiner vermeintlich besten Truppe 2800 zusammenbekomme, aber es mittlerweile schon Leute gibt, die weit weg sind von 3300 Punkten, dann ist 5 Sterne, glaube ich, ab dem dritten MyClub-Monat witzlos. Also da weiß ich nicht, ob man da von Konami aus 2019 mal ein bisschen mehr lernen muss, wie man auch die Spieler raushaut. Auch dieses absolute Overpacen der Featured Players in den ersten Wochen. Ich glaube, da hat man sich einiges kaputt gemacht. Also so ein Hatem, Hakim, was auch immer, Ziyech mit 98 da in der ersten Woche raushauen oder zweiten Woche, ich weiß nicht, also das hat einem dann so ein bisschen den Bock genommen. Und vor allen Dingen auch mit Hinblick auf die Legenden. Kann ja auch irgendwie nicht sein, dass ein Johan Cruyff mit 92 oder ein Ronaldinho mit 92 irgendwie. Maradona ist, glaube ich, der Einzige, der mithalten kann mittlerweile mit seinen 98. Also, dass die nicht mal Akzente setzen in der 5-Sterne-Truppe. Finde ich schade, da sollte man vielleicht auch mal gucken. So, Gegner gefunden, wieder irgendwas mit 700 Ratingpunkten und ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich habe es gerade noch im Augenwinkel gesehen. 4 Siege in Folge. Das heißt, das Spiel noch gewinnen, den Stream komplett geil abfeiern, beenden. Oh, Heimspiel, auch sehr wichtig. Auch wieder La Bombonera bei Nacht. Ja, also das Spiel noch gewinnen, um dann mit 3 Siegen in Folge den Stream zu beenden. Aber auch das Spiel den Stream mit einem Fünfer, mit einer 5er-Siegesserie beenden, die dann dazu führen sollte, dass ich einen dicken Sprung wieder Richtung 900 mache. Und wenn ich da drüben hingucke mit Ronaldo und Lukaku, wird mir ein bisschen schlecht. Aber okay, mal schauen, wie sich die Mannschaft bei ihm so aufstellt. Jedenfalls viele gute Pfeile hier für mich. Gibt keine Ausreden, auch hier die Innenverteidigung ist gut dabei. Nur Gigi Grande ist nur normal dabei, unbeeindruckt vom Gegner. Spielmacherposition, ein 78er. Da seht ihr mal, wie das zentrale Mittelfeld wichtig ist. Hier der L-Punkt Cook. Aber auf der anderen Seite, wenn man vorne so 2 Biester drin haben möchte, dann muss man natürlich auf anderen Positionen, wie auch zum Beispiel hier mit Fagner und Pepe, so mit 80, 82, da muss man irgendwo Abstriche machen. Von daher nur nachvollziehbar. Und ich habe Gigi Grande schon wieder nicht die Rückennummer 1 gegeben. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, schauen wir mal. Pascal, schön, dass du noch reinklickst. Kommst zum letzten Spiel des Streams. 2 Siege hast du verpasst. Hoffentlich gibt es jetzt nochmal ein Feuerwerk. Erstes Heimspiel. Es ist das La Bombonera. Und hoffentlich kriegen wir Lukaku und CR7 vorne gebändigt. So, Mbappé, erster schludriger Pass. Oh, Rakitic muss dazulaufen. Macht er auch. Szene noch nicht bereinigt. Lukaku sucht den Doppelpass.
Ja, Fuß dazwischen wichtig. Szene immer noch nicht bereinigt. Jetzt De Donker. Immer noch nicht bereinigt. Ey, kein Zugriff da im Zentrum. Doppelpass wird gesucht. Wieder Fuß dazwischen. Wieder nur so ein bisschen reingekommen. Richarlison. Na, versucht er die Flanke tatsächlich. Zuma gegen Lukaku. Lukaku gewinnt das Kopfballduell nicht entscheidend genug. Hazard, Richarlison, Konter vielleicht. Wenn es schnell geht. Mbappé, unten ist viel Platz. Ui, hat er gut gesehen. Macht den Laufweg dazu. Sadio Mané und Mbappé auf einer Seite. Also perverser wird ein Außenstürmer-Tandem nicht. Auch wenn bei mir ein Sadio Mané noch nicht ausgelevelt ist. Aber er hat, glaube ich, auch einen CR7 mit Level 7. Also auch da spart man ja wieder so ein bisschen Teamstärke. Wenn man die übertriebenen Spieler nicht komplett auslevelt. Traumpass von Rakitic. Mbappé. Goal, 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 goal. Kylian Mbappé läuft nach Hause. Und das sind genau seine Situationen. Guck mal, da ist ein Riesenloch, eine Riesengasse. In die muss der Franzose nur reinsprinten. Und das macht er doch. An jedem Tag. Immer und immer wieder gefährliche Läufe in die Tiefe und dann ist er auch nicht mehr einzufangen. Dann ist er nicht mehr einzufangen. So, billiger Doppelpass, kommt er durch. Rakitic gegen Fagner. Rakitic, da muss nur so ein bisschen der Fuß raus. Dann kocht er den 80er Außenverteidiger ab. Der Kroate vom FC Barcelona. So, jetzt mal ein bisschen Tempo für Benfica mit Fred, Lukaku. Kriegt den Doppelpass nicht gespielt. Dann geht es in die andere Richtung. Mandzukic, Hazard, Mbappé, Mandzukic. Ja, da muss er abbrechen. Mané sucht Hazard. Natürlich blöd, den hoch anzuspielen, weiß ich selber. Szene dadurch ruiniert. Aber okay, war dicht gestaffelt. Alles gut. Ja, Kuk rödelt da ein bisschen. Der geile 78er. Also das ist so die Kategorie Spieler, der darf bei 4 Sterne gerne am Ball sein. Fred, 83, auch nicht so geil. Benatia, jetzt suchen sie die Lücke. Wo ist die Anspielstation? Wann kommt der billige Doppelpass? Oh, wird Benatia gar nicht erst nach hinten gelassen. Soll das Spiel weiter öffnen. Flanke nicht verkehrt. Segelt da durch den Fünfer. Kritisch, Mbappé. So, Richarlison mitnehmen. Naja, er hatte erst ein Angebot gezeigt. Krasser Fehlpass, einmal durchs komplette Mittelfeld gezogen. So, Fred, ja, sucht Anspielstation. Ja, du willst in die Mitte, ne, Kollege? Du willst unbedingt in die Mitte. Ja, Alibi-Flanke, Chiellini, der kennt CR7 aus dem Training, kein Problem. Konter läuft. Mandzukic, Hazard. Erstmal gut zugelaufen, Benfica ist gut gestaffelt. Jetzt mal Mbappé, hat ein bisschen Tempo da auf dem 16er. Mbappé, Hazard, ja, komische Bewegung. Komische Bewegung, zu arrogant, ich krieg's nicht bestraft. Jetzt vielleicht nochmal Rakitic. Mbappé nochmal, nein. Schlechte Bewegung oder Abseitsfalle, was auch immer. Da war mehr drin. Da hätte man Benfica schön bestrafen können an der Stelle. Da spielt er kurz, Mbappé ist da. Ja, auf der anderen Seite 1-0 Führung. Ich muss nicht pressen am gegnerischen 16er, soll er doch langsam aufbauen, wie er will. Oh, De Donker rutscht aus. Zulaufen Rakitic, halb den Fuß drin. Aber nicht gut genug. Oh, Hazard muss mitmachen. Da ist ein bisschen Platz im Zentrum. Jetzt kommen die Pässe, jetzt kommen die Doppelpässe. Schiedsrichter sagt kein Elfmeter. Glück gehabt, das kann man auch pfeifen da. Ein bisschen rustikal. Fagner, kommt eine Flanke. Jetzt kommt eine Flanke, zweiter Pfosten. Ich glaube, Sadio Mané war das, der damit nach hinten geeifert. Jetzt die Kontermöglichkeit. Nein, da war mehr drin. Da war Tempo drin. Da war deutlich mehr drin. Pass nach außen, kommt an. Kein Abseits, ne. Willian mitgenommen. Nächste gefährliche Flanke, da ist passiert. Oh, jetzt ist passiert. Immer noch nicht. CR7 setzt sich da locker im Luftkampf durch. Und auch der Nachschuss ist gefährlich und muss eigentlich drin sein. Also, Benfica macht einen guten Eindruck gerade. Spielen das ruhig und überlegt. Ja, den Abschluss kriegen wir leider nur in einem Zweikampf mit Lukaku. Ja, Glück gehabt. Mané. Rakitic, Mbappé, Mané, abseits. Schiri lässt liegen. Ja, ist gut. Mbappé geht gut entgegen. Doppelpass kriegen wir durch. Jawohl, Mbappé.
Kleine Bewegung, Flanke kommt. So, Richarlison, Szene bleibt heiß. Letzte Szene vor der Pause. Letzte Szene vor der Pause. Mané zieht nochmal nach innen. Sadio Mané abgefälscht. Da war mehr drin. Oh ja, Ronaldo bei Benfica zu sehen ist Blasphemie. Guter Einwand. Da ziehen sich die Fußnägel der Sporting-Fans hoch. Aber zum Glück habe ich nicht allzu viele Zuschauer in meinem Stream. Hier dürfte keiner von Sporting dabei sein. Also, Ausdauer sieht gut aus. 40% Ballbesitz sieht nicht so gut aus. Auf der anderen Seite auf 4 Sterne. Und mit der Besetzung, die ich da auf Platz habe, auf den Flügeln vor allem, ist wenig Ballbesitz, viel Konter ja kein Problem. Den Pass gut abgefangen. Vielleicht direkt mal ankurbeln da. Mané und Mbappé. Also ich reibe mir immer noch die Augen, was das da für eine perverse Flügelzange ist. Ja, Lukaku lässt sich da völlig unnötig auf den Flügel fallen. Fehlt dann natürlich als Wandspieler. Aber gut, ist ein Zwei-Stürmer-System. Dann muss der CR7 das eben übernehmen. Kommt die nächste Flanke. Ja, die kommt wieder. Mané taucht unten durch. Findet keinen Abnehmer. Jetzt muss es schnell gehen. Schnell überbrücken. Mbappé wird abgelaufen. Mané, ja, spekuliert ein bisschen. Ja, und er ist ein überlegter Spieler. Ja, sprintet und hetzt nicht in die nächsten Situationen rein. Das ist schon mal nicht verkehrt. Da kommt dann natürlich auch der hohe Ballbesitzanteil her. Aber irgendwann muss er riskieren. Irgendwann muss er zwingen. Lukaku nimmt nochmal Willian mit. 18 Meter, gute Position, gute Schussgelegenheit für den Brasilianer. Oh, Gigi schickt seine Mitspieler nach vorne, um dann doch kurz auszuführen. Ja, Kera, also gute Raumaufteilung bei Benfica, muss man schon sagen. Stehen da gut gestaffelt. Wenig Anspielstationen sind da. Nächster Vortrag über die linke Seite. Oh, Willian. Kriegen wir den zugelaufen. Doppelpass wird verhindert. Und dann schneller Vortrag auf der anderen Seite. Hazard zugelaufen. Schade. Also ganz ehrlich, seit dem 1-0 irgendwie kein Zugriff mehr auf gute Situationen. Mbappé jetzt mal. Mandzukic versucht. Ja, warum nicht? Mario Mandzukic. Hazard, Mandzukic, Hazard. Was machen wir? Keine große Idee, dann einfach mal abziehen. Ja, zu wenig. Da war auch mehr drin. Nach dem Scheibenglück an der Stelle, glaube ich. ...60 Minuten rum. Sehr zähes Spiel. Aber mit der 1-0-Führung wollen wir uns nicht beschweren. Der Doppelpass ist billig. Oder der Pass ist billig. Mit Ansage. Rakitic riecht sowas. So, Mané, vielleicht mal Platz. 63. Immer noch in froher Erwartung einer schönen Offensivszene. Mané, Mbappé. Ja, Richarlison. Jetzt kommen wir irgendwann mal in den Doppelpass. Ja, Richarlison. Foul. Jawohl, nehme ich gerne mit. So, er will wechseln. Ich gucke auch mal. 65. Das geht. Das Spieltempo ist ein niedriges, das sieht man sofort an den Ausdauerwerten der Spieler. Mané dürfte so der erste Kandidat sein in 5 bis 10 virtuellen Minuten. So, wer macht's? Na, das können wir noch mal kurz gucken. Rakitic ist der Richtige und neben ihm steht Hazard. Das passt. Jawohl. Machen wir mal eine schöne Kleinigkeit hier. So, ich hoffe, ich kann das. Oh, Rakitic. Ja. Nicht so gefährlich, wie er hofft, aber vielleicht geht was aus der Ecke. Übliche Verlängerung. Ja, nochmal zurücklegen. Richarlison geblockt. Kera, jawohl, nimmt Mané mit. Ganz viel Platz auf rechts. Mal zu Ende sprinten. Nee. Oh, Mané. Mané. Unnötig, da nochmal aufzuziehen. War ich doch eigentlich schon vorbei. So. De Donka mitnehmen. Dann kriegt er den an Mann. Jawohl. Richarlison. Richarlison. Hazard. Gute Bewegung.
Hazard, gute Bewegung, Eden Hazard! 2-0! Gull, gull, gull! Der Belgier hat die Ruhe da auch im 16er weg, zieht nochmal auf. Hake nach innen, das übliche Robben-eske Außenstürmerverhalten. Und dann natürlich aus der kurzen Distanz sicheres Tor mit dem Finesse-Schuss. Und das dürfte doch der dritte Sieg sein jetzt. Meine Herren, geil. Eden Hazard. Ich glaube, als ich den gezogen habe, das war auch wieder so ein Legenden-Push, jetzt nicht ausufernd gefreut, aber der Kollege straft Lügen. So, die üblichen Wechsel für die Flügel, damit wir da gar nicht erst anfangen, müde zu werden. Und komm, Mandzukic raus, Talisca rein. Jawohl, es bleibt bei 99 Teamchemie. Letzte Viertelstunde mit frischem Personal. Wunderherrlich. Und ich dachte mir eben noch beim Starten des Streams, willst du dir das mit 4 Sternen wirklich antun? Aber hey, vielleicht kann ich doch mit der Hektik, mit dem Chaos ein bisschen was anfangen. Guter Laufweg von Hazard. Der ist jetzt natürlich wie angepinscht. Flanke, ja, Flanke kommt. Talisca, hol doch mal so ein Ding. Holt er leider nicht, der großgewachsene Brasilianer. De Donka, ja. Unbeschriebenes Blatt bei den Let's Playmakers. Früh gezogen. Und dann nie mit der entsprechenden Form ins Team gerutscht. Schöner, billiger Doppelpass. Und Talisca mit dem Zauberfüßchen. 3-0, Drops gelutscht. Wunderschönes Zusammenspiel mit Kylian Mbappé. Und dann schnuckelig über den rausstürmenden Torwart gelupft. Da ist nochmal ein Sahnestückchen zum Abschluss. Und wir haben ja erst die 80. Minute. So nah am Abschluss sind wir noch gar nicht. Wunderschönes Tor. Talisca ist auch noch da. Der ewige Bankdrücker. Natürlich keine Chance gegen Mario Mandzukic als gesetzten Wandspieler. Aber Torgefahr strahlte aus, der Brasilianer. Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler. Wunderschön. 3-0. 4-2, 2-0, 3-0. Das sind doch Werte, die lassen sich sehr, sehr gut lesen. Für einen eigentlich passionierten Ein-Sterne-Spieler. Sehr schön. Rakitic muss heute auch über die volle Distanz gehen. Auch kein Ausdauermonster, der Kroate. Klappt. Talisca. Ja, ist natürlich nicht der Wandspieler wie Mandzukic, der vorne immer die Innenverteidiger bindet. Lässt sich gerne auch mal fallen. Kommt aber trotzdem zum nächsten Kopfball. Ja, flexibel. Vielleicht die Antwort auf meine Überlegung, hey, vielleicht brauchst du keinen Wandspieler mit der Art, wie man PES 2019 spielen muss. Mit den vielen Doppelpässen, weniger Flanken. Vielleicht ist auch das aus der PES League eine falsche Erkenntnis von mir. Aber in jedem Fall schön, ihn im Kader zu haben. So, Abschluss. Letztes Wort von Benfica. Nein. Lupfer am langen Pfosten vorbei. Da mit der 7 sehen wir den Spice Boy. Beckham noch eingewechselt worden. Gibt 2 Minuten oben drauf und dann können wir abfeiern. Nochmal letzte Szene von Benfica. Die sind natürlich hart enttäuscht vom Auftreten der beiden Stürmer vorne. Ne? Da hat man ja eben schon mal so ein bisschen Schnappatmung bekommen, als man gesehen hat. Lukaku und CR7 vorne, aber die haben nicht wirklich viel auf die Kette bekommen. Ganz anders Mbappé, Hazard und der später eingewechselte Talisca. Freunde, 3 Spiele, 3 Siege. Da, das erste Tor von Kylian. Genau in die Nahtstelle und dann das Ding ausbeschleunigt. Spitzer Winkel, kein Problem. Jawohl. Schön, dass ihr dabei wart. Freut mich immer wieder, zahlreiche Namen im Chat zu sehen. Lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Das war's für den Moment. Also nach dem PES League Finale wieder gestreamt, wieder da und das wunderschön erfolgreich. Und da sehen wir's. 5 Siege in Folge. Wir rücken wieder näher ran an 900 Ratingpunkte. Immer so dieses kleine Ziel, da drüber zu sein, da drüber zu bleiben. Aber okay. Schauen wir mal, ob wir das vor allen Dingen auch im Stream nochmal gebacken bekommen. 132 Weekly Points für den momentanen Stand. Auch ganz ordentlich. Vielleicht greifen wir da auch wieder Division 1 an und so weiter. Ihr kennt meine Ziele. Seid live dabei. Immer wieder einschalten. Nicht wahr? Das war's. Habt noch einen wunderschönen Sonntag oder an welchem Tag auch immer ihr das Video auf YouTube seht. Und dann bis zum nächsten Stream. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.